In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt das zweite grundlegende Konzept der objektorientierten Programmierung vorstellen. Und zwar etwas ganz Kompliziertes im Namen, nennt sich eine Repräsentationsinvarianz. Was verbirgt sich dahinter? Auf Englisch heißt das Representation Invariant und bedeutet letztendlich nichts weiteres, außer dass die allgemeinen Eigenschaften eines Objektes müssen da sein. Mit anderen Worten, wenn ich eine Klasse Tisch habe, dann möchte ich, dass er mindestens drei Beine hat. Wenn ich eine Klasse Stuhl habe, dann sollte er vielleicht auch drei Beine haben. Wenn ich aber eine Klasse Mensch habe, dann sollte er vielleicht nicht mehr als zwei Beine haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, bei verschiedenen Eigenschaften von diesem Objekt muss ich sicherstellen, dass sie auch Sinn machen. Also alles, was man damit sagen möchte, ist eigentlich bitte kontrolliert, dass die Eigenschaften der Klasse oder eines bestimmten Objektes tatsächlich Sinn machen. Was wäre das bei uns so ganz konkret ein Beispiel? Ich kann jederzeit zum Beispiel Folgendes machen. Meine Katze set name und ich kann da einfach eine 2 rüberschicken. Ich kann es ja verwechseln zum Beispiel mit dem Alter. Das Alter habe ich noch gar nicht so freigeschaltet mit set und get. Aber ich kann das jederzeit machen. Ich kann mal was Falsches machen. Und wenn jetzt, wir haben es auch im früheren Video bereits angesprochen, nicht nur, dass man die Daten einkapseln sollte, sondern man sollte auch dafür Sorge tragen, dass sie auch korrekt sind. Also probieren wir erstmal damit hier aus. Was würde denn passieren? Naja, meine Katze heißt jetzt auf einmal 2. Das ist nicht gut. Was kann ich dagegen tun? Ich kann in der SetName-Methode das benutzen, was wir bereits in einer Leseraufgabe uns angeschaut haben, diese Fehlerhandhabung. Ich kann verlangen, dass Name ein String ist. Ich kann es natürlich immer noch irgendwie erzwingen, dass er mir da eine 2 raufgibt, indem ich eine 2 als String rüberschicke, aber ich kann damit verhindern, dass jemand unabsichtlich irgendwelche Fehler macht. Wenn ich das jetzt wieder ausführe, dann schickt er mir ein Error raus. Er wirft sozusagen einen Fehler raus und das nennt sich ein Assertion Error. Jetzt muss man sich so ein bisschen überlegen, was möchte man eigentlich an dieser Stelle? Möchte man tatsächlich das komplette Programm unterbrechen und sagen, Schwachsinn, jetzt geht es nicht weiter, kann ich nicht? Oder möchte man, dass diese Zeile oder diese Anweisung einfach ignoriert wird? Das hängt wirklich davon ab, was man weiter im weiteren Verlauf des Programms haben möchte. Wenn das wichtig war für die nächsten Schritte, dann ist es tatsächlich sinnvoller, das Programm zu unterbrechen, indem man einen Fehler rauswirft, zum Beispiel mit Assert. Man kann natürlich auch etwas ganz Freundliches machen und hier zum Beispiel sagen, if, statt Assert kann man auch ein If benutzen. Dann werde ich dem Benutzer zwar mitteilen, das geht nicht. Das ist kein gültiger Name für eine Katze. Und einfach ein Return erzwingen. Wenn das jetzt passiert, wenn ich das ausführe, dann sagt er mir, das ist kein gültiger Name für eine Katze und die Katze bleibt Felix. Das muss man sich eben überlegen, was man haben möchte. Wenn ich es ignorieren möchte, dann kann ich so etwas Freundliches machen. Wenn ich allerdings klarstellen muss, dass jetzt ist es vorbei, jetzt hast du irgendwie Mist gebaut, dann ist es tatsächlich besser, ein Assert zu machen oder ein Try Except und so weiter und so fort. Es gibt mehr, viele Möglichkeiten. Damit haben Sie jetzt das zweite Konzept kennengelernt, die Repräsentationsinvarianz, was nichts weiteres bedeutet, außer überprüfen Sie die Daten, wenn jemand sie ändert oder wenn man sie das erste Mal initialisiert. Wenn wir es jetzt ganz genau haben wollen, dann sollten wir auch natürlich bei der Initialisierung das auch alles überprüfen. Das können Sie dann zu Hause selbst nachvollziehen. Dankeschön.